Wir haben wieder neue News für Sie und ich behaupte mal, demnächst ist Ihr Führerschein weg. Was sich hinter der Aussage verbirgt, erklären wir jetzt. So Jan, das ist natürlich eine sehr gewagte Aussage, ja, wenn wir hier sagen pauschal, jedem sein Führerschein ist demnächst weg. Was hat es damit auf sich? Ich kann erstmal beruhigen, jetzt bevor alle Angst um ihren Lappen haben und denken, keine Fahrerlaubnis mehr, wir fahren alle nur noch Rad. Es geht nicht um Strafe, es geht darum, dass die EU sagt, wir müssen das mit den Führerscheinern noch weiter konform machen, um Fälschungssicherheit weiter zu erhöhen, um gemeinsame Klassen zu haben. Denn klar, ich fahre hier in Deutschland, darf vielleicht einen Hänger fahren, vielleicht ist das in Portugal ganz anders geklärt, um dort auch eine gemeinsame Handhabung zu haben. Auch klar, ich habe im Ausland Probleme. Die haben eine zentrale Datenbank, können sehen, darfst du überhaupt fahren und darfst du das und das tun. Das ist erstmal der Grundgedanke dahinter. Somit können wir die Panik erstmal reduzieren. Ja, das ist ja mal grundsätzlich nachvollziehbar. Aber ja, klingt trotzdem irgendwie dramatisch. Ja, also du hast zwar ein bisschen entschärft, aber wer muss denn jetzt alles tauschen? Es gibt zwei Punkte. Ja. Der erste ist, was tatsächlich, finde ich, auch Sinn macht, auch mit den neuen Führerschein muss man alle 15 Jahre ihn neu holen. Mein Vater hatte noch, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen alten grauen Lappen. Da war der ganz jung, es ist noch vergilbt und schlechtes Foto. Den hätte kein Polizist 40 Jahre später noch erkannt. Jetzt kommt es, dass man alle 15 Jahre es neu machen muss. Sprich, Felix mit 18 sah wahrscheinlich auch einen Tick anders aus. Ich war mit 18 schlank. Jetzt schau mich mal an. Mich wird ja kein Polizist mehr erkennen. Das ist erstmal was Prinzipielles. Der Gesetzgeber sagt aber, pass auf, Achtung. Das ist ja mein Führerschein aus dem Jahr 2007. Da steht schon EU und alles und Checkkarte. Ja. Da gibt es mehrere Stufen. Alle Führerscheine, damit ich das korrekte Datum jetzt sage, die vor dem 18.01.2013 ausgestellt wurden, die müssen jetzt erneuert werden. Jetzt werden ja manche fragen, du, ich habe doch meinen Führerschein irgendwann gemacht. Woher weiß ich denn überhaupt wann? Wenn Sie hier vorne drauf schauen, neben Ihrem Foto ist Ihr Name, Ihr Geburtsdatum. Und darunter ist ein Datum. Das ist der Ausstellungsdatum, wann es ausgestellt wurde. Vor 18.01.2013 sind Sie demnächst fällig. Okay. Heißt, das ist mal unser Stichtag. 18.01.2013. Richtig. Alles, was davor war. Und wie, wenn jetzt, also ich bin jetzt vor dem 18.01.2013, wurde mein Führerschein ausgestellt. Wie lange habe ich dann Zeit? Muss ich das sofort machen? Also da wird es ja wieder... Felix, richtig gute Frage. Jetzt müssen wir nur tierisch den Staat ein bisschen verstehen. Wir wollen das ja alle machen, EU-weit. Wir reden da von 15 Millionen Führerscheinen. Also wenn wir jetzt morgen alle, dann geht nichts mehr. Deswegen hat Papa Staat klar gesagt, wir machen gewisse Staffelungen. Ja. Da sind zwei Faktoren entscheidend. Das erste ist, wann wurde mein Führerschein ausgestellt? Mit dem kann er noch leben. Dann gibt es vorher die Roten, die hatte ich ja auch. Weiß nicht, ja, auch. Nee, ich nicht. Die werden dann auf jeden Fall demnächst fällig. Und das Geburtsjahr des Halters ist entscheidend. Achtung, jetzt ging das, ja, Zukunft irgendwann. Das geht los. Ich glaube, die erste Frist endet am 19. Januar 2021. Wir haben jetzt Ende Januar 2020. Das sind schon nur noch 11 Monate und ein paar zerquetschte. 21 schon durch. 22, ja. Genau, Entschuldigung. Also sprich, für die Ersten, für die es relevant wird, ist das schon in 11 Monaten. Wenn man jetzt diesen Film erst demnächst in ein paar Monaten sieht, dann wird es schon wieder konkret. Krass. Die letzte Frist endet übrigens 2033. Wenn jetzt alle völlig verwirrt sind, wir stellen unten einen Link rein, wo man eine Tabelle sieht, wo man genau sieht, wann wer was machen muss. Das nur Achtung, roter Lappen, dann so alt ungefähr wie ich, Mitte 40, Mitte 50, die müssen so langsam mal, ich brauche so eine Checkkarte demnächst auch oder dieses Format. Ja, jetzt habe ich vielleicht noch eine doofe Frage, aber jetzt ist ja da auf der Rückseite verankert, was sich alles bewegen darf für Fahrzeuge. Ja, da gibt es ja dann auch Unterschiede. Richtig. Bleibt das so oder muss ich hier nochmal irgendeine Prüfung ablegen oder mich nochmal beweisen, dass ich auch tatsächlich den Anhänger fahren kann oder das Motorrad? Gute Frage. Also wenn man diesen, der ist ja 2007, ne? Und da denkt man schon, hey, das ist doch hier schon Checkkarte und da ist so ein biometrisches Bild drauf. Was wollen die überhaupt von mir? Klar, die eine, sie wollen eine zentrale Datenbank, dass man überall in Europa gucken will. Und das andere, man braucht eine gemeinsame Normung.
Weil wenn jeder Staat, weißt du, der eine sagt, Anhänger kann ich immer fahren, der nächste sagt, Anhänger kann ich mit denen fahren. Deswegen ist hier auch eine gemeinsame Normung durchgeführt, dass man, auch wenn man dich anhält in Portugal mit, keine Ahnung, LKW, grobe Vorstellung hat, darfst du das? Ja. Das ist mit auch ein Ziel. Meines Erachtens nach, aber ich bin auch kein Verkehrsrechtler, habe ich nichts gefunden, dass ich weniger fahren darf. Also die Gefahr habe ich nicht. Tendenz mehr. Ja, das wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, dass uns keine Schäden entstehen, nur diese Normung wird sich etwas ändern. Okay. Gut. Und jetzt brauchen wir natürlich wahrscheinlich, also was für so einen Tausch braucht man dann ein biometrisches Bild wahrscheinlich. Richtig. Auf was muss man sonst noch achten und wo geht man hin, wo macht man das? Ja, da geht man natürlich zu seiner Zulassungsstelle, zu seinem Bürgerbüro. Achtung, also Bild hast du schon gerade gesagt, also super, selber mal Handy und dann zu DM und rauslassen. Das müssen diese biometrischen Bilder sein. Okay. Dann brauche ich natürlich meinen Personalausweis. So, falls ich den nicht haben sollte, geht übrigens auch der Reisepass. Wissen viele nicht, wenn ich ihn verbummelt habe, dann geht auch der Reisepass. Dann brauche ich natürlich meinen eigenen Führerschein, den alten. Die müssen ja auch wissen, ey, der darf auch und kann auch. Bisschen kompliziert wird's, wenn ich noch wirklich so einen alten roten Lappen habe und zu einer anderen, ich bin umgezogen, bin in einer anderen Stadt, dann muss ich mir tatsächlich, weil der Fachbegriff ist ein bisschen blöd, dann brauche ich eine Karteikartenabschrift von meinem alten Standort, der mir wirklich bestätigt, ja, der Mann mit diesem roten Lappen, den hat dann auch wirklich. Das ist ein bisschen Rumlauferei und Rumtelefoniererei, aber ansonsten ist es easy. Ich nehme vielleicht auch schon eine Frage vorweg, ist auch nicht teuer. Also man zahlt, glaube ich, 25 Euro. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Aber kleiner Hinweis noch, wenn man es nicht tut, weil irgendwie komisch, also ich habe bis jetzt, hey, wir brauchen alle neue Führerscheine, habe ich noch nie gehört. Nee. Das ist schon eine Ordnungswidrigkeit. Als Privatperson kommt, behaupte ich mal, recht 10 Euro. So, das ist jetzt, die werden nicht sofort deswegen hier gleich Strafanzeige. So. Wer jetzt so Busführerscheine, LKW-Führerscheine, Taxifahrer, Personenführerscheine, da würde ich definitiv genau hinschauen. Da glaube ich, ist das nicht, Felix, musst du den mal umtauschen, 10 Euro Strafe, nee, Ordnungswidrigkeit. Da bitte wirklich nachgucken, da bin ich mir sehr sicher, dass das schützt, wie heißt das, Unwissen nicht vor Strafe oder so. Da Unwissen ich, heißt, schützt vor Strafe nicht. Da sollte man aufpassen. Ja, gut. Und dann, ja, was gibt es sonst noch? Gibt es irgendwas zu beachten? Ja, es gibt noch einen Sonderfall. Ausland. Ja. Natürlich tun die ganzen wir reden übrigens nicht nur von der EU, sondern der EWR, das ist dieser europäische Wirtschaftsraum. Also wir reden auch von der Schweiz, manche Skandinavier, die nicht in der EU drin sind, die alle diese Führerscheine akzeptieren. Die haben aber zum Teil mit Fristen und Strafen unterschiedliche Auslegung anders. Und da wäre ich vorsichtig, weil so manches, wo hier kommt 10 Euro, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das in jedem anderen Land auch so gehandhabt wird. Deswegen, wenn man viel in Europa rumdüst, holt ihn lieber euch jetzt. Zweiter Sonderfall, den man auch nicht vergessen sollte, man denkt, hey, cool, Führerschein, EU und ich bin stolz und überhaupt und ich darf alles fahren und dann fliegt man nach Kanada, nach Australien, nach... Fahren wir den internationalen. Genau, es wird immer noch vergessen. Ganz pragmatisch, die können ja zum Teil kein Deutsch lesen oder so. Also da gibt es immer noch den internationalen Führerschein. Und auch wenn der modern und cool auswirkt, bitte, wenn ihr ins außereuropäische Ausland geht, holt euch den internationalen Führerschein. Habe ich noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Und zwar war ich letztes Jahr zum ersten Mal in Japan von Nissan eingeladen und habe mir dann auch einen internationalen Führerschein machen lassen, weil wir hier neue Modelle testen konnten, unter anderem den Ariya. Und dann war das aber so, dass ich quasi vorab schon alle Dokumente einreichen musste und eben auch den internationalen Führerschein. Und dann ist es so gewesen, dass die deutsche Abschrift des internationalen Führerscheins in Japan keine Gültigkeit hat. Heißt, ich musste in Japan dann als erstes dort angekommen noch aufs japanische Amt gehen und eine japanische Abschrift des deutschen internationalen Führerscheins machen. Ja, also es ist schon immer kompliziert und man muss da wirklich drauf achten, weil gerade im Ausland gibt es spezielle Regelungen und manchmal ist das dann echt auch kein Spaß, weil hier wird es mit 10 Euro Bußgeld, aber woanders ist es halt dann unter Umständen... Fahren ohne Fahrerlaubnis, hallo, Straftat. Genau, also das ist nicht zu unterschätzen, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und deshalb so ein Thema wichtig.
Wir haben es mal mit auf unsere Agenda geschrieben, euch darüber zu informieren. Zwei Punkte noch, ja, dass wir es vollständig haben. Ja. Es gibt hier Leute, also ich habe tatsächlich meinen alten roten Lappen aufgehoben. Ja. Das darf man tatsächlich auch mit den Checkkarten, also mit dieser Generation. Sie werden nur sogenannt entwertet. Also es wird gekennzeichnet, dass der nicht mehr gültig ist. Aber wer denn seine Traditionen, ich habe den grauen, den roten, der kann das auch weiter sammeln. Zweite Frage, wenn jemand sagt, ja, ich habe jetzt da geguckt, die Fristen, ich habe ja noch bis 2026. Kann ich es früher machen? Es verbietet Ihnen keiner auch zu sagen, hey, jetzt mache ich es gleich, dann habe ich es hinter mir, bin eh da, kein Problem, dann machen. Bloß machen werden wir es alle. Manche müssen schon nächstes Jahr machen, manche haben auch noch zig Jahre Zeit. Okay, super. Dankeschön. Wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, dann gerne in die Kommentare rein. Ansonsten freuen wir uns über jedes Abo und das machen wir wirklich. Wir freuen uns wirklich drüber. Deshalb bleibt uns erhalten, folgt unserem Kanal und bleibt auf dem Laufenden. Wir versuchen euch damit zu füttern. Dankeschön. Danke.